Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Na, lecker, immer weiter in die Kanalisation. Wow, hallo, hier wird's aber ganz schön tief, Ellie. Oh, warte, warte. Rot. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Hab's gehört. Aufladen, los geht's, hallo. Weiter. So, die Ellie kann ja fast schwimmen. Okay. So, und hier geht's wohl ganz nach draußen. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Jo, also ganz easy von A nach B, von Quarantänezone zu Quarantänezone, wenn es die eine Zone überhaupt gibt. So, und die klettern übers Auto, ich laufe hier chillig außen rum. Okay, und den Teil kennen wir schon aus der Demo, also jetzt so die nächsten paar Minütchen. Sind zumindest mal für mich nichts Neues. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Jo. Ah, hier sind wir. Groß. Die einen zwei. Die haben wir doch schon mal woanders von Weitem gesehen. Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Jo. Und wohl die, wo nicht infiziert waren, die sind wohl alle auch draufgegangen. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Naja, sicher hier draußen. Jein. Mann, ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Jo, also Ladies, genießt noch ein bisschen die Aussicht und wir gehen mal hier entlang. Durch das kaputte Gebäude. Hier drüben. So, einmal hier hinein in die gute Stube. Hey, Tess! Komme! So, können wir hier an die Schublade hin? Jo, können wir sogar. Und hier gibt's... nix. Super. So, hallo? Ach, das waren glaube ich nur Ratten oder so. Hat sich ein bisschen komisch angehört. Hier draußen liegt glaube ich nichts mehr rum. Na, lecker. Ja, der hat schön rumgeballert. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. So, Munition oder so hat er nicht mehr. Alles verballert. Hier hinten nur ein alter Sessel.
Okay. Weil hier auch überall Munition. Na, hier sogar ein bisschen Munition. Mist. Und eine Notiz. So, Feldeinsatzprotokoll. Schauen wir uns mal kurz an. Könnte es ja auch ein bisschen lesen sogar. Bla 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 bla. Ja, okay, ist halt nur so ein Protokoll von den Soldaten. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Ja, und das, was drin stand, hat er uns nochmal kurz gesagt. Müssen wir es nicht selber komplett durchlesen. So, und hier haben wir. Ja, so ein toller Pilztippi. Verdammt, Klicker. So, der ist, glaub, schon kaputt. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So ja. Gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Jo, ich frage mich eigentlich trotzdem noch, was können wir da oben machen? Geht's ja noch nach oben. Oh, hier ist eine Sackgasse. Aber ihr könnt doch. Ihr könnte doch. Ah. Ja, ein paar Teile. Liegt da noch was? Also das blinkt, das kann ich aber nicht aufheben. Ach so, das ist eine Bandage. Da haben wir voll. So, na dann rein in die gute Stube. So, der hat sich irgendwie noch festgeklebt. Seinem ganzen Zeugs. So, ich schaue mir immer ein bisschen so leicht um. Vielleicht gibt es irgendwie mal was Nützliches. Ich würde gleich alles einstürzen. So, hier ein paar Pillen. Zusätzliche verbessern deine Überlebensfähigkeit, okay. Ist mir auch neu, das habe ich in der Demo nicht gesehen. So, ich habe schon gedacht, da bewegt sich ein Stuhl. Alles ist total okay. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe gedacht, da war so ein Klicken oder so. Weil ich weiß auch noch nicht genau, wie das sich anhört. Aber das ist nur hier das Wasser, was hier runterprasselt. So, das nehmen wir mit. Das haben wir voll. Jo, hier gibt es nichts. Und wir müssen durch die Türe. Hilf mir hier mal. Na toll. Natürlich schön Krach machen. Komm. Na super. Wie gesagt, Geräusche sind nicht gut. So, was können wir hier anfertigen? Oh. Okay, haben wir Fähigkeiten 5. Aber hier brauchen wir ganz schön viel. So, hier können wir Sachen machen. Eine Klinge. Oder ein Messer. Oder ein Band und so. Ah, okay. Machen wir mal so ein Messer. Ach, da können wir sogar mehrere machen. Das ist ja gleich cool. So, zack. Und was haben wir sonst noch Tolles? Sammelobjekte, Artefakte, Firefly-Anhänger und so. Habe ich noch gar nichts gefunden. Okay, aber ich bräuchte noch ein Medipack. Wäre ganz nice. So. Und sieht da hinten, gibt es da noch was oder? Oh. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Das hört sich aber so an, dass es. Ein bisschen links, aber ein Stockwerk höher. Wo sind eigentlich die ein, zwei hin? Oh Mann. Wir müssen doch sogar hier. Ah, hallo. Woher kommen die? Da oben. Scheiße. Ja, warte, ich guck mal noch kurz hier rein. Na, die Schubladen, die sind irgendwie alle leer. So. Sehen, ob es da weitergeht. Na dann, einmal nach oben. Okay.
Sicher. Komm schon, Ellie. Jo. Gut, Kleine, du bist dran. Zuerst mal die Ellie. Los, komm. Okay. So, irgendwie hängt die auch voll geil da. Komm, Große. So. Ich mit dir los. Und hebba. Okay. Okay. Klicke? Scheiße. Los, los, los. So, und so hören sich jetzt auch die Klicke an. Eigentlich nicht wie ein Klicken, sondern eher wie ein... Boah, keine Ahnung was. Irgendwie halt komisch. So, wir haben hier auch eine Flasche. Damit können wir den rumlocken. Ich weiß nicht, ob ich vor, wenn ich vor dem stehe, ob der mich irgendwie sehen kann. Oder eigentlich können sie mich ja gar nicht sehen. Aber ich könnte ihn jetzt zum Beispiel dahinter locken. Joel, Hilfe! Schrei halt rum. Achso, da hinten war die Tess versteckt. Ist aber nicht gut. Oh, das war... Ellie, renn halt! Alter, wie die rumrennen. Dass sie nicht entdeckt werden. Frage ich mich schon. So, und jetzt müssen wir noch aus Spaß. Treffe ich den da? So, und... Na, daneben. Egal. So, ich habe nichts mehr zum Werfen. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? So, jetzt kannst du eigentlich Medikits herstellen. Oh, okay. Sehr schön. Haben wir irgendwie einen Bauplan oder so gefunden? Alles klar. Dann los. So, leider habe ich keine Windeln für die Ellie dabei. Aber egal. Moment. So, das müssen wir hier mal kurz mit Krach wegziehen. Eigentlich auch schlau, das die Treppe hochzuziehen. Okay. Anstatt da runterzuschmeißen. Aber egal.